Das haben wir. Die automatische Cheeseburger-Verkettung. Wo möchte ich die gerne hinhaben? Das Problem ist, wir haben hier nicht mehr so viel Platz. Ich müsste die irgendwo hinmachen, wo sie eventuell nicht ganz so stört, aber wir trotzdem die Nahrungsmittel einigermaßen parat haben. Ich kann hier nach hier hinten, kann ich mich weiter raus. Ich könnte hier natürlich irgendwas machen. Also hier haben wir noch ein bisschen, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Aber hier eine automatische Cheeseburger-Fabrik, das ist so, als würde ich McDonald's unter das Haus bauen. Hier hinten wollte ich noch Bibliothek machen und sowas, ne? Ach, hier ist das Gehirn und der Frosch, okay. Ja, hierhin weiß ich nicht. Ich hatte überlegt, auf diese Seite vielleicht noch eine weitere Schmiede zu machen, noch eine weitere Tinkerschmiede. Aber ich glaube, das wird ja eh nicht passieren, oder? Wie viel braucht denn so ein Auto-Ding? Sag mal. Erstmal gucken, was braucht ein Auto-Crafting überhaupt? Redstone. Auto-Crafting. Okay. Das Ding braucht Redstone, Crafting Table und 4 Stones. Alles klar. Wir probieren das mal mit den Sachen, die wir haben. Ohne jetzt extra wieder Mods zu installieren. Machen wir das einfach mal. Redstone ist hier oben. Ich muss meinen Kopf mal irgendwie klar kriegen. So, la la la. Wir brauchen Pressen. Lass mich mal kurz überlegen. Wir brauchen sowieso Autocrafting, brauchen wir sowieso 1, 2, 3, 4. Ich weiß noch nicht genau, brauchen wir ein oder zwei? Cheeseburger. Es muss natürlich Käse sein, keine Hamburger. Guck mal, die müssen wir craften. Das heißt, wir brauchen hierfür ein Auto-Crafting-Ding. Hierfür brauchen wir ein Auto-Crafting-Ding. Hierfür brauchen wir einen automatischen Ofen für Brot. Oh Gott. Na komm. Für den Tofu brauchen wir drei Durchgänge einer Presse. Okay, wir machen uns zuerst mal eine Presse. Okay, ich finde das ganz interessant eigentlich. Press. War das die... Hieß das Press? Ich gucke mal ganz kurz, wie das hieß. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Autocrafting-Dinger. Ich glaube nicht, dass ein Autocrafting-Ding mehrere Rezepte haben kann, oder? Achso, das war oben. Ich bin ja so durcheinander, weil hier alles so gestreckt ist inzwischen. Presser. Wieso habe ich den gerade nicht gesehen auf die Schnelle? Weil ich mich zu sehr beeilt habe. Was ist das denn? Arcane Pressure Plate. Ja, na klar. Wusste ich. Presser. Silber, Silber. Und zwei Pistons. Habe ich noch Pistons übrig irgendwo? Ich glaube nicht. Das wird ja spannend. Das wird ja spannend. Eigentlich könnte man dafür wirklich ein extra Gebäude machen. Aber eine Fleischerei... Toll, danke. Eine Fleischerei wäre es ja nun nicht im klassischen Sinne, weil es ist ja eigentlich Tofu, aber wir könnten das tarnen als Fleischerei oder sowas. Oder als Wurstbrot-Schmiererei. Hört sich voll ekelhaft an. Die gute Wurstbrot-Schmiererei. Ich probiere es erstmal so, wir können es dann umziehen in ein Häuschen. Mir geht es erstmal darum, dass wir das Ding überhaupt haben. Bevor ich jetzt wieder ein neues Haus anfange. Würde ich gerne das Ding überhaupt auch mal haben und dann können wir es da replizieren. Das kann ich auch zwischen den Folgen machen. Gut, wir brauchen, ganz kurz, wir brauchen, pass auf, Redstone nehme ich mal einfach. Ich hau mal Redstone hier alles rein und nehme einfach einen 64er-Stack mit. Genau das gleiche mache ich hier mit Los Isos. Icy Eisfeld. Und dann machen wir mal ganz kurz, was brauchen wir hierfür noch? Wir brauchen Cobblestone und Planks. Cobblestone und Planks. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt alles zusammensuchen. Großartig. Cobblestone, weißt du was? Ich mach Cobblestone. Ne, Cobblestone mache ich aus unserem Unrat da unten. Aus dem Rest der Menschheit. 1, 2, 3, 4. Daraus mache ich jetzt. Kann ich auch hier machen. Daraus mache ich jetzt einmal Cobblestone. 3, 4, zack. So. So viel brauchen wir eh nicht. Brauche ich mal schnell Holz. Holz, Holz. Das war hier Holz.
Holz, Holz. Oakwood Slab, 6x64. Ich nehme mal Spruce Wood, weil Spruce Wood müssen wir sowieso öfter anbauen, wenn wir mehr Harz sammeln wollen. Vielleicht ist das eine gute Idee, das zu machen. So, und dann hier. So, wir brauchen zwei davon. Eins, zwei. So, da haben wir zwei davon. Und ein Presser müsste eigentlich reichen. Wird ein bisschen länger dauern mit einer Pressalie. Aber einer müsste eigentlich reichen, wenn wir dann so eine Rückführung machen. Oh, die Rückführung. Was ist das hier eigentlich? Flux? Was? Was? Fluivac? Was? Sachen, die ich noch gar nicht wissen will. Kommt alles noch. So, ein Presser haben wir. Das ist alles Erpressung. Und wir brauchen noch, pass auf, bevor ich jetzt irgendwie was Neues mache. La, la. Hier ist es nicht. Es ist hier oben bei den Bausachen. Mit der fliegenden Kiste, die eigentlich schon lange weg muss. Wir haben Hopper Duct, Grated Hopper haben wir einen einzigen, das ist nicht so viel. Hopper und Hopper Ducts. Okay. Vielleicht brauchen wir von dir noch mehr. Und wir brauchen eine Kiste, wir brauchen auf jeden Fall Grated Hopper. Einige davon. Grated Hopper. Dazu brauchen wir normale Hopper. Grated Ducts meine ich. Ne, Grated Hopper, war schon richtig. Mit Iron Bars. Oh Gott, was ist das denn hier eigentlich? Augment Integrated Redstone Circuit. Ja klar. Ja, das habe ich mir alles so gedacht. Das musste genauso sein. So, und wir brauchen Iron Bars. Haben wir von denen nicht. Wir haben ja von denen einige gemacht, ne? Die waren aber nicht hier, sondern die waren unten, glaube ich. Von den Iron Bars. Die müssten hier drin gewesen sein. Jetzt erstmal alles zusammensuchen, ist so ätzend. So. Okay, wir schauen mal ganz kurz. Haus ist inzwischen ein bisschen größer geworden. Ich hab's genau gewusst. Ach, guck mal hier, was wir da haben. Ansonsten haben wir. Nö, haben wir nichts Interessantes. Okay. So. Grated Hopper mal ein. Ich mach mal einen zweiten. Das ist großartig. So. Toll. Jetzt haben wir zwei. Ich mach das mal hier in die Seite. Ist ein bisschen lahmarschig hier, weil wir ein 20 FPS-Haus sind. Was ist denn hier drin eigentlich? Nichts. Oh, das ist großartig. Das trifft sich ganz gut, denn die werden wir wahrscheinlich brauchen. Angenommen, wir haben diese Kiste hier. So. Los Kistos Grandos. Und hier tun wir dann Ingredienzien rein. Ne? Also wir machen hier quasi so. Problem ist, ich glaube, ich muss mir hier runtergraben, oder? Ich weiß es nicht genau. Scheiße, wie mache ich das? Wenn wir hier wirklich alles reintun. Also, angenommen, wir machen hier auch Sojabohnen rein. Sojabohnen, Toast und Brot. Das heißt, wir müssten eigentlich, wir müssten die Kiste noch weiter nach oben machen. Weil, oh Gott, das wird furchtbar. Das wird richtig furchtbar. Hopper. Das ist der normale Hopper. Hoppala. Ach Quatsch, ich bin so doof. Oh Gott, wie kriege ich das jetzt hin am besten? das wird alles doch mehr Platz einnehmen, als ich dachte. Wir brauchen... ich will nicht alles in Kisten zwischensortieren. Das wäre einfacher, aber ich will nicht alles in Kisten zwischensortieren. Wir haben drei Hopper. Wir brauchen Grated Hopper. Grated Hopper, die alles auseinander sortieren. Dazu brauchen wir erstmal... Wir müssen erstmal gucken. Cheeseburger braucht... Oh Mann, ich muss mir das mal aufschreiben. Nee, mach ich nicht. Wir brauchen... irgendein Ding, was den Kreislauf erstmal auseinander sortiert. Das heißt, wir könnten theoretisch hier... Das Ding wird, glaube ich, größer, als ich dachte, ne? Das Ding wird größer, als ich dachte... Ich muss zwei Kreisläufe machen. Ein Kreislauf für... Fuck, wir haben ja auch noch... Wir haben auch noch... Haben wir Käse, die ganzen Käsescheiß haben wir ja auch noch. Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Was war das gerade?
Kam bei euch auch gerade Schwarzbild? Ich habe irgendwas gedrückt und dann kam plötzlich Schwarzbild. Irgendwas ist passiert. Ich weiß nicht genau was. Habe ich F11 gedrückt aus Versehen? Okay, pass auf, Cheesy. Wir haben Cheeseburger. Cheeseburger ist das hier. Keine Ahnung, was das gerade war. Nimmt weiter auf. Nimm weiter auf. Okay, ich habe keine Ahnung, was das war. Käse. Ja, wir brauchen auch noch Käse. Wir brauchen mehrere Kreisläufe. Ach du Scheiße. Nee, das mach ich später. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Da habe ich gerade echt keinen... Ich mach die Kiste mal ganz kurz hier hin. Ich pack das alles schön hier rein. Aber, boah, nee. Da qualmt mir jetzt schon der Hut. Ich würde das unbedingt gerne machen, aber... Ich mach das später. Oh, Scheiße. Schon wieder was abgebrochen, Mann. Cobblestone. Kann ich noch ein schönes Schild drauf machen. Käsekiste. Huch. Oh, ich weiß, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ja, ich weiß, was passiert ist. Warte kurz. Nochmal kurz Schwarzbild. So ist besser, ne? Ich finde das so viel besser. So, trotzdem, Haus immer noch 2 FPS, oder was? Ich finde, das ist so, so ist das viel besser jetzt. Da ist das Bild auch nicht abgeschnitten, da hat man alles drauf. Da sieht man einfach alles jetzt. Könnte jetzt Performance auch ein bisschen bringen. So, warte. Ich mache mal vielleicht wieder so. Ich habe aus Versehen auf F11 gedrückt. Ich habe aus Versehen auf F11 gedrückt. Ich will auf jeden Fall diese automatische... Wir müssen was zu essen machen. Fuck. Oh Mann, ich will produktiv werden. Ich will nicht die ganze Zeit in dieser... Ja, aber wir müssen halt... Zu essen müssen wir halt auch machen. Es hilft ja nichts. Das sind Sojabohnen, ne? Ja. Sind das alle Sojabohnen, die wir haben? Mehr haben wir nicht? Ah, na gut. So, warte. Wir müssen auf jeden Fall wieder was zu essen machen. Es hilft nichts. Wie viele Sojabohnen haben wir hier? Sojabohnen 8x16. Alles klar. So. Die sollte ich eigentlich nebenbei alle schon machen. Huch, da hoch. So. Na, Alexa? Alexa? Wie viel ist die Wurzel aus 3? Weißt du nicht? Hab ich mir gedacht. Alexa? Wie viel ist die Wurzel aus 16? Die Wurzel von 16 ist 4. Ja, das war einfach. Na gut, okay. Die braucht ein bisschen länger. Die hat natürlich im Kopfrechnen ist sie jetzt nicht ganz so firm. Und wir haben jetzt... Ach du Scheiße, wir müssen die Kiste ja noch leer räumen. Oh, wir müssen das alles noch zum Taumturm bringen. Ich würde den lieber weitermachen, anstatt hier wieder so rumzupopeln die ganze Zeit. Gut. Die Presskiste. Da kommt das hier erstmal rein. So, zack. Erstmal lecker Pressalien herstellen. Das landet also wieder hier drin. Dann können wir die Sachen hier... Ich weiß noch nicht genau... Vielleicht bringe ich die erstmal zum Taumturm. Der muss ja hier sowieso erstmal durchrödeln. Ich hoffe, beim Taumturm haben wir noch eine Kiste übrig. So. Okay. Keine Chest. Okay. Aber wir haben Holz da. Wir haben Holz dabei. Alles klar. Vielleicht mache ich mal folgendermaßen. Weißt du was? Ich nehme den Rest auch mal mit. Wir haben einfach zu viele Baustellen. Wir müssen die mal nach und nach alle wegkriegen. So. Eine Chest 3. Bin ich doof. Ich bin so dämlich. Was ist denn heute los? Heute ist nicht mein Tag. So, warte. Gut, eine Chest reicht. Und ich nehme nochmal ganz kurz den Inhalt, den restlichen Inhalt der Kiste mit. Alles, was wir zum Taumturm kriegen, haben wir nicht mehr hier. Da müssen wir nicht 10-mal gehen. Wir haben einfach zu viele Baustellen. Das Problem ist, dass wir alles, was wir aufkochen oder aufbröseln, dass wir das alles hier zu Hause machen und eben diese ewigen Wege gehen. Da wäre es viel schöner. Na los. Da wäre es viel, viel schöner, wenn wir den Teleporter hätten. Wenn das mit den Schildern geklappt hätte, wäre so schön.
So. Ich würde gerne rennen, aber wir haben nichts mehr zu fressen. Oder? Habe ich noch einen Cheeseburger? Ah, ich habe noch zwei Cheeseburger. Ich renne. La 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 la. So. Gut. Wir sind gleich da. Und dann bringen wir erstmal den Kappes weg. Wir können vielleicht auch am Taumturm weiter basteln. Ich weiß es nicht. Also heute habe ich das Gefühl, ich bin, bis auf den Tunnel, bin ich ein bisschen unproduktiv. Das ärgert mich ein bisschen. Das mit den Bäumen war sehr schön da hinten, dass das geklappt hat. Okay. Aber irgendwie ist heute nicht der produktivste Tag. Das mag ich nicht. Ich mag es immer gerne, wenn Sachen funktionieren. Oder Sachen weitergehen. Oder weiterkommen. Die Hundis haben wir ja auch, Hundis haben wir ja auch gemacht. So. So, gut. Das Hühnerspaßbad müssen wir auch irgendwann machen. Würde ich gerne. Alexa? Was ist 0 geteilt durch 1? Aua! Ah, fuck, den habe ich ganz vergessen. Entschuldigung. Das funktioniert offenbar nicht. So, ich muss ganz kurz nach oben, denn da oben habe ich die Kiste, weil ich wollte den Weg nicht immer latschen. Hoffentlich verständlich. So. Ich weiß gar nicht mehr, welche Etage das war, ehrlich gesagt. Ich blicke hier selber nicht mehr durch. Aha! Hilfe! Sag mal. Da! Oh Gott sei Dank, ich dachte schon. So, gut, da ist der ganze Kappes. So sieht das Ganze aus, wenn man hier fröhlich durch die Gegend baut. Ich glaube, da würde ich nochmal eine Kiste daneben stellen, weil wir jetzt noch ein bisschen mehr Steine haben. So, large, das sind die ganzen Bricks, 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 Bricks. So. Cobble Blackstone, Smooth Blackstone, hier auch noch Cobble. Cobble mache ich mal hier rein. Auch noch Smooth dabei. Ja, Smooth Form 64. Machen wir hier Cobble. Cobble. Smooth. Achso. Smooth. 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 Pfeife. Smooth. Noch mehr Smooth. Ach klar, das ist ja alles Smooth. Ich bin so doof. Wir haben nur zwei Cobble. Oh Gott. Ich bin gerade überhaupt nicht mehr richtig bei der Sache. Was ist denn los? So, Smooth. Koppeldinger packe ich nach hier unten. Einfach nur, damit es ein bisschen sortiert ist. Smooth, das hier ist auch Smooth. Okay, dann kann ich das mal ganz kurz stacken. So, das hier kommt da rein, das hier kommt da rein. Was ist das da? Koppel kommt da hin. So, haben wir die Kiste zumindest ein bisschen sortiert und wir haben genug Steine. Ich könnte theoretisch dann hier weitermachen demnächst. Oder theoretisch könnte ich auch jetzt weitermachen. Aber das Problem ist, dass es ist wirklich gar nicht mal so wenig Krempel, der noch gemacht werden muss. So, hab das immer so gemacht. Hier immer so ein Dingens, ne? Immer so, wie wir es früher mal gemacht haben. So eine Art Baugerüst und dann gehst du hier so durch. La 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 la. Oh, und das passiert natürlich auch ständig. Ich finde, die Musik ist gerade schön dramatisch mit dem Wind. So, und das Schöne ist, bei dem Schwarz der Steine sieht man oft gar nicht mehr, wo man überhaupt noch anbaut. So, zack. So, also ist ganz einfach gemacht. Ist ganz billig. Wenn man das Sternchen erstmal hat, das hört sich komisch an, aber dann kann man hier ganz easy den Boden reinzimmern. Und natürlich die scheiß Server-Inventar-Bugs. So. Aber sind wir ganz ehrlich, spannend ist das nicht unbedingt. Und das Allerschlimmste daran ist, wir müssen den ganzen Turm natürlich noch das ganze Interieur machen. Wir müssen dann auch überall alles von innen bebauen. Das heißt, jede Etage muss ja natürlich auch irgendwelche Möbel haben. Oder vielleicht hängt da mal wieder ein Versuchsopfer von der Wand oder la 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 la. All diese Dinge. So.
diese Vögel. Ich gerade voll auf dem Mittelohr. Das passiert übrigens ständig. So. So, zack. Nehmen wir die auch nochmal. Huch. So. Toll, das passiert immer wieder. Und jetzt, wenn es dunkel wird, sieht man erst recht. Also mit schwarzem Stein bauen ist nicht immer die beste Idee. Das ist eigentlich sehr, es sieht sehr cool aus am Ende, wenn man fertig ist, aber mit schwarzem Stein bauen ist nicht die allerbeste Idee. Habe ich noch Kobbel dabei? Nee, ich habe nur Smooths. Die Kiste war jetzt hier. Und dann würde ich sagen, ein 64er-Stack Kobbel müsste genügen. So. 1, 2, 3, 4. So, zack. Zack. Und jetzt nochmal hier, da ist das. So, und das Problem ist, warte mal, hier müssen wir nochmal ganz kurz einmal rum. So, dann haben wir den schon mal, das ist der Kreis. Und dann geht's natürlich von hier sternchenartig einfach la 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 la. So, la 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 la. Es ist nicht die spannendste Aufgabe der Welt. So. Und hier nochmal dran. Juhu! Und jetzt könnte ich hier theoretisch, das ist doof. Wie mache ich das denn jetzt am schlauesten? Ich mache es einfach mal so. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das war immer die beste Methode. Man kommt nur ein bisschen durcheinander manchmal. So. Gut. La. Aber wie gesagt, das ist der Grund, ich glaube, man merkt es gerade, das ist der Grund, warum ich das lieber einfach so mache, ohne Aufnahme. Weil es halt, es ist wirklich so eine, es ist so eine richtig tumbe Arbeit. Es ist so richtig so, es ist eine richtig dröge Arbeit. Die aber nun mal, habe ich hier einen Block vergessen? Nee, das ist richtig, okay. Ich habe das Ziel vergessen. Oh! Großartig! Nee, habe ich nicht. Habe ich doch. Ich bin so schlau. Oh Gott, leck mich am Arsch. Mega konzentriert. So. So viel dazu. Ich habe mich schon gewundert, warum ich die Dinger vorher nicht hatte und hab die ganze Zeit so im Kopf noch, so einen halb verschlafenen Kopf, so, So, dann mache ich ihn auch nochmal schnell raus. Hatte ich vorher, glaube ich, auch mal so gemacht, ne? Immer erstmal den Boden machen und dann hinterher diese Dinger rein. Das Problem ist nur, ich muss dann die Smooth Blackstone unten nochmal aufsammeln. So, das nochmal ganz kurz raus, dann haben wir das Sternchen hier auch fertig, aber ich muss nochmal einen Smooth Blackstone, damit er nicht verloren geht, nochmal ganz kurz hier, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, und den Schnee müssen wir nochmal rausmachen. So. So, das Ding haben wir hier fertig, und da oben, ich hatte das, stimmt, deswegen war das auch so. Zack. Diese komischen Sternchenmuster sind echt beschissen zu machen. 5 Stück haben wir jetzt noch. Oh, ob das reicht? Obwohl, doch, hier ist, hier ist, hier ist, hier ist. Hier ist nicht. Mist. Okay, sitzt aber auch. Das heißt, der müsste dann quasi... So. Und ich muss noch mal gucken, wo wir dann die Terrassen machen. Also wo wir dann quasi immer, wo wir die Balkone hier machen, wo die ganzen Dingen. Das wird auf jeden Fall, ich glaube, das wird... Ich glaube auch, das reicht jetzt noch nicht in der Höhe aus. Wir müssen auf jeden Fall noch höher machen. So, warte.
Und das Problem ist, wenn man diese komische, das ist genau wie beim damals mit dem Monsterfalle ausheben, ne? Wenn du sowas machst, du stumpfst irgendwann ab, dein Gehirn käst irgendwann, du bist nur noch bräsig. So, und hängst dann die ganze Zeit so rum, und weißt überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Toll. Also, eigentlich alles wie immer. Das größte Problem war, dass ich erstmal alle Steine, alles was wir hatten, die ganzen Smooth Stones, habe ich erstmal zu diesen komischen Bricks gemacht. Dann hatte ich nichts mehr für die Böden übrig. Habe ich geflucht wie ein Rohrspatz und musste alles nochmal... musste alles nochmal neu zusammenbraten. Das ist sehr ärgerlich. So, warte. So, zack. Das bleibt offen. Außer wenn man quatscht die ganze Zeit dabei, macht man auch sehr viel schneller Fehler. Und das geht hier relativ zügig. Und wie man sieht, es braucht unglaublich viel Smoothstone. Smoothstone. So. So. Ja, Oh. Was ist das denn? Ja, wenn man quatscht dabei, ja, Konzentration, ja, ist das A und O, ja, Das war auch genau das Ding, wo ich dachte, hä? Wo ich dann genau auf den Boden geguckt habe, warum sitzt das denn nicht? Habe ich mich noch gewundert. Der feine Herr Gronkh, wieder alles richtig gemacht. So viel dazu. Naja, wie gesagt, es ist mal ein doofes Nof, wenn man nebenbei quatscht, ist das nicht so, ja. Nebenbei quatschen ist, glaube ich, nicht so die gute Idee. So, das kommt hier noch zu und dann müssten wir es hier mit... So viel dazu. Der saubere Herr Gronkh wieder. Toll gearbeitet. So. Gut. Das Ding ist, und das machen wir jetzt noch, wenn wir das jetzt noch halt für den restlichen Turm machen würden, und der Turm ist noch nicht mal fertig, der geht dann noch weiter, wenn man das machen würde, viel Spaß. Was ich machen kann, das kann ich für Zukunftsgronkh gerade schon mal abnehmen. Vielleicht mache ich jetzt einfach mal. Wir machen jetzt nicht die ganzen Etagen durch, aber hier mit dem Kobbel, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und können dann immerhin schon mal ein paar Kreuze machen. Verstehste? Boah, Alter. Oh. So. 1, 2, 3, 4. Aber es ist halt immer so, bei größeren Bauwerken dauert es halt eben länger. Das ist eben immer so. Und Standard kann jeder. Deswegen war das. Aha. Jetzt weiß ich's. Ich wollte es gerade mal ausprobieren. Verstehe, das war mein Fauxpas. Mein Fauxpas. So. 1, 2, 3, 4. So. Das müsste hier und dann... So. So. Dann haben wir das hier und es wird dunkel, das heißt, ich hau mir mal ganz kurz ins Bettchen und wir wollten noch Essen machen. Scheiße. Ich muss noch Essen machen. Shit. So, warte. Zack. Dann haben wir diese Etage. Keine Blamage auf dieser Etage. Da haben wir noch 2 Cobble-Blackstone. Ist das richtig so? Nee, da kommen noch 2 Dinger hin. So, 1, 2, damit haben wir die. So, 1, 2, 3, 4. Und damit wären wir dann quasi schon fast an der Spitze angelangt. 1, 2, 3, 4. Muss noch gucken, dass ich hier nicht wieder runtersegle gleich. Das hier ist richtig, ne? Ja. Einmal gerade den hier. Damit ich ja navigieren kann.
So. Und ganz oben auf dem Dachfürst. 1, 2, 3, 4. Bin ich dafür, dass wir die Etage so offen lassen, so wie sie hier ist. So. Das hätten wir damit. Hier. Das müsste noch dicht, glaube ich. Nee, hä? Doch, das müsste noch dicht. Hier müsste noch dicht. So. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt da oben theoretisch der Deckel drauf. Ich weiß noch nicht genau. Oder man macht ein paar Etagen, die einfach so sind. Das würde auch gehen, theoretisch. Dass man dann, ne, kannst du so hochgucken. Sieht eigentlich auch ganz cool aus.